Ach, ich, ach. Nee, nee, ich mach die Tür zu. Och. Werd auch langsam relativ müde. Das ist leider bei solch geringem Fortschritt, wie ich ihn jetzt im heutigen Stream hier gemacht habe, nicht besonders erquickend. Aber das können wir leider nicht ändern. Mehrere Tode haben mich ereilt. Also entweder läuft da direkt hinter der Tür jemand. Oder aber, die haben irgendwie die Geräusche komisch eingefügt hier. Aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, als da lang zu gehen. Wir können ja einfach mal gucken. Es klingt, als wäre der direkt vor mir. Ich wage es nicht, diese Tür zu öffnen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vor allem das Telefon, das regt mich jetzt auf. Ist das nicht hier irgendwo? Hier ist doch auch eine Tür. Wo machst du denn die auf? Und da ist auch das Telefon. So, ganz einfach. Ich schleiche da trotzdem rein. Liegt da etwa jemand unter der Decke? Nein. Wo ist das Telefon? Naja gut, das juckt uns jetzt hier nicht, dass wir jetzt Staub, oder? Ist ja keiner da, der Husten hat. Oder? Oder etwa doch. Ich habe einen der Zylinder gefunden. Oh, Thomas, that's welcome news. This will surely free us all. Hast du eine Idee, wo die anderen sein könnten? Das würde mich sehr interessieren. I'm sorry, my love, but I do not. My father and uncle, my family, had many secrets, and so much is only now becoming clear. Okay. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Auf den Dachboden, das kann ja nicht funktionieren. Aufgabe wurden aktualisiert. Suche im Hotel nach Zylindern. Ja, also... Ah, guck mal einer an. Wir sind... Also natürlich sind wir wieder im Hotel. Jetzt haben wir aber auch wieder die Map, die sich, warum auch immer, einfach nicht bewegen lässt. Und auch nicht ranzoomen und auch sonst nichts. Ranzoomen wäre so geil. Egal. Finde einen Weg in den ersten Chetok. Mhm. Zu unserer Rechten scheint eine Tür zu sein oder sowas. Oh, was haben wir da? Oh ja. Oh ja. Kann ich da mehrere eigentlich... Mal gucken, ob hier noch welche rumliegen. Die Dinger sind ja mal echt wichtig. Ich kann nicht genug davon bekommen. Was ist denn das? Achso, Tür. Okay. Ja, okay, okay, okay. Ich könnte ja alternativ noch zurückgehen. Am Ende des Ganges war ja noch eine andere Tür. Wobei es da ja wirklich so klang, als wären die Leutchen da direkt dahinter. Ich wollte mich da eigentlich nicht so direkt reinstoßen ins Getümmel. Was tun sie? Es ist ja... Nein! Ach, heilige Scheiße. Ich wollte doch nur aufhören zu husten. Oh Mann, jetzt habe ich da so ein Ding verdödelt. Das kann... Ey, das ist ja gut jetzt, das sage mal. Mein Gott, wenn das jetzt nicht sogar das größte Verhängnis war, das ich mir jetzt gerade
Es war ja jetzt eigentlich immer so, kurz nachdem ich so ein Ding gefunden habe, dann hat es hier einen Knall gegeben und da waren plötzlich Gegner da. Na gut, den letzten hätte ich jetzt wahrscheinlich auch ohne die Kugel irgendwie überstanden. Oh, ich bin wieder an der Rezeption. Da war ich einst. Ah ja. Eingangsbereich, da läuft einer. Ich soll einen Weg in den ersten Stock finden. Ich weiß ja, dass da vorne die Treppe ist. Ich weiß, dass da vorne die Treppe ist. Das heißt allerdings, dass ich da raus muss. Und da ist der Typi ja. Also klingt schon unangenehm nah hier, ne? Und hier irgendwelche. Also hier hingen ja einst Schlüssel. Ah, jetzt kann ich die da rumlocken. Das wäre eigentlich. Hoffentlich habe ich die jetzt nicht zu mir gelockt. Es ist nicht schlecht. Aber dadurch, dass ich. Okay. Ja, ich muss die Karte dazu lesen. Und verstehen. Das ist alles soweit in Ordnung. Die Map ist jetzt erweitert worden. Alles in Ordnung. Also glaube ich zumindest. Durch diese dunklen, also durch die schwarzen Räume. Die sind jetzt noch nicht erkundet. Es scheint aber so, als könnte ich von hier aus relativ gut steuern, was diese Leute machen. Da muss ich jetzt aber trotzdem ein bisschen lesen gehen. Und zwar haben wir da, das ist oh, jetzt habe ich das Mikro abgeleckt. Aus Versehen. Ja. Das muss ich mir genau angucken hier. Theater, da komme ich ja her. Mal sehen, wie das aussieht, wenn ich die da hinlocke. Das scheint so weit weg zu sein, dass die das nicht hören. Okay. Kitchen. Wo bin ich eigentlich hier? Theater ist da oben, okay. Waiting Area. Das müsste von mir aus gesehen da vorne sein, also rechts. Ich bin... Bar? Ne, wo bin ich? Ich bin schon die Bar. Ne, Reception. Ich bin an der Reception. Ne, das ist eine Bar. Wo ist denn die Rezeption da? Ich kann mir ein Bier rauslassen. Aber das mache ich nicht, das macht Geräusche. Ah, da kann ich auch bimmeln. Ne, ich will euch nicht hier haben, meine lieben Freunde. Da ist eine Zeitung. Guckst du? Zeitung der Morning Herald. Ausgabe. Was zur Hölle sind das? Also, römische Zahlen einigermaßen ja, aber das wird mir zu viel. Nummer 175. Sonntagmorgen, 21. Februar 1897. 20 Seiten, ein Half Penny. Das waren noch Preise. So. Also, kann man es jetzt sogar lesen? Habe ich sogar noch nicht gelesen, lese ich mal vor. Berühmter Komponist Henry Hughes wird sein letztes Meisterwerk in der Royal Albert Hall präsentieren. Der angesehene Komponist... Habe ich das wirklich nicht schon gelesen? Ich weiß es nicht. Aber egal, ich lese es einfach nochmal vor. Der angesehene Komponist Henry Hughes oder Hughes hat in letzter Zeit rund um die Uhr damit... war in letzter Zeit rund um die Uhr damit beschäftigt, seine neueste Sinfonie fertigzustellen und plant nun sein Werk im Dezember in der Royal Albert Hall vorzustellen. Mr. Hughes, seines Zeichens einer der erfolgreichsten Musiker des Landes, sagte, dass... Es erfüllt mich mit großem Stolz und noch größerer Freude, mein letztes Werk der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen.
Bild von Henry Hughes. Junger walisischer Musiker geht auf Tournee auf Lokalbühnen im ganzen Land. Bild von Thomas Evans. Das bin, glaube ich, ich. Mein Charakter. Der junge walisische... Was? Der junge walisische Komponist Thomas Evans. Naja, natürlich bin das ich. Ich muss ja irgendwas komponieren, damit die Alte hier rauskommt oder so. Glaube ich. Thomas Evans hat diese Woche bekannt gegeben, dass er seine orchestralen Arrangements von traditionellen Liedern aus Wales im Rahmen einer Tournee im ganzen Land vortragen wird. Okay. Also, ich brauche einen Weg in den ersten Stock. Was bedeutet? Zum einen muss ich mir mal überlegen, das hier ist schon die Bar. Also ich bin an der Bar. Ja. So. Ich muss auf jeden Fall irgendwie in die Situation kommen, in die Grand Hall zu kommen, um dann dort die Treppe hochzugehen. Yo. Und aus der Bar komme ich ja nun auch nicht so wirklich Ich muss verdammt schnell sein, habe ich das Gefühl. Durch die Küche. Ich gehe. Nur um hier mal einen Blick reingeworfen zu haben. Ich war hier, glaube ich, am Anfang des Spiels schon in diesem Raum. Speichern, es ist eine astreine Idee. Ich glaube. Nein. Thomas. Ja. Ist das alles? Thomas. 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 Lüftungsschacht. Ich bin wieder in Alien Isolation. Aber der geht nicht auf. Also, was haben wir hier? Da kommen wir wieder zurück in die Bar. Okay, also sprich von hier aus... Irgendwann geht der vielleicht auf, dieser Lüftungsschacht. Oder wir müssen von der anderen Seite durchkommen, damit wir den von der anderen Seite öffnen können. Da habe ich jetzt gespeichert. Ich mache es einfach nochmal. Ich mache das einfach nochmal, weil ich es kann. Das macht Spaß. Jetzt weiß ich zumindest mal, wenn ich jetzt verrecke, dann verrecke ich... dann bin ich nach dem Verrecken wieder hier. Dann muss ich auch nicht allzu viel nachholen. Das ist doch schön. Das ist toll. Ich überlege mir, ob ich jetzt Schluss machen soll mit dem Stream für heute. Denn nach wie vor schaut niemand zu. Und es ist aber schon sehr spät. Auf der anderen Seite bin ich jetzt neugierig, wie es weitergeht hier. Ich möchte ja den ersten Stock. Und das wäre schon interessant, zumindest mal die Treppe hochzukommen. So, jetzt muss ich mir überlegen. Entschuldigung, dass ich die Stimme jetzt so verstellt habe. Aber das mache ich ab und zu ganz gerne. Da jetzt rein, geradeaus durch, dann rechts und dann wieder rechts. Dann komme ich eigentlich, wenn alles gut läuft, in die große Eingangshalle. Und dann sollte ich aber vorher relativ zügig die Leute vielleicht in die Lobby. Was, ja, ich kann nicht mal den Cursor oder irgendwas auf der Karte bewegen. Also ich kann euch nicht mal zeigen, was ich meine jetzt, wenn ich das erkläre, was ich jetzt vorhabe. Weil die Karte einfach völlig unbeweglich ist. Naja, ist egal. Ich laufe es jetzt einfach mal ab. Also dadurch. Läuft. Hier. Und rechts. Und wieder rechts. So. Genau da vorne raus, dann bin ich in der Haupthalle. Da laufen die Viecher nämlich lang. Da zurück wäre das Theater, nicht wahr? Links. Was? Untergeschoss. Erdgeschoss. Okay, Untergeschoss waren wir ja auch schon. Ich schätze mal, erstes Obergeschoss werden wir auch erst bekommen, wenn wir im ersten Obergeschoss sind. Also die Karte dazu, meine ich. Da entlang sollte es wohl möglich sein, in die Haupthalle zu kommen, in die Eingangshalle. Ich werde jetzt einfach mal hier die Tür aufmachen, weil ich habe gerade gespeichert. Wenn ich verrecke, egal.
Wobei ich könnte auch. Nee, könnte ich nicht. Alles Klärchen, Bärchen. Ich schick dich mal woanders hin. So. Also. Grand Hall. Da möchte ich hin. Und da möchte ich hin. Und zwar, dann möchte ich sie in den Waiting, in die Waiting Area locken. Waiting Area. So, jetzt muss ich ein kleines bisschen flitzen hier. Ich hoffe, dass das Flitzen nicht gehört wird. Ja, die sind jetzt vorne. Ich kann... Ich will jetzt nicht sagen gemütlich, aber zumindest mal... gezielt in den ersten Stock. Ich mache trotzdem leise und langsam. Ja, ja, ich habe ein bisschen Angst, dass die mich trotzdem hören. So, und jetzt betätige ich hier... Nee, ich bin doch nicht blöd. Das wäre ja was. Na. Schön ein Orgeln hier. Also, mit der Orgel. Also auf der Orgel orgeln. Wäre jetzt natürlich fatal. Was mir jetzt... Ich höre jetzt schon wieder so ein... Okay, das scheint nicht der erste Stock zu sein. Oder? Ist ja wohl eine Tür? Irgendwo eine Tür? Das ist ja nicht wahr, oder? Bin ich doof? Das regt mich auf. Das macht mich nicht glücklich. Ja, 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 jetzt verschiedenste Möglichkeiten, da X zu drücken, aber das ist, das wird die alles herlocken, ne? Jetzt sind sie auch schon wieder da unten. Beziehungsweise einer ist da unten. Den muss ich eventuell sogar hochlocken, damit ich hier wieder runterkomme, ne? Weil der wird jetzt da unten schön locker flockig seine Runden laufen. Was? Nein, der kann, der wird mich nicht gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich natürlich mit meinen Füßen hier Geräusche mache, knarrende Geräusche so ein bisschen, dass sie das hören. Des Weiteren könnte ich mir vorstellen, dass direkt unterhalb von mir so eine Spieluhr ist. Das war nicht der gewünschte erste Stock, ne? Die Tür kann ich auch nicht... Oh. Aber wie komme ich denn jetzt in den ersten Stock? Das muss ja... Oder ist das genau in die andere Richtung? Ich könnte jetzt probieren... zu jener Tür zu gehen, aus der ich soeben gekommen bin, in die Haupthalle. Dann nehme ich die Tür gegenüber, genau gegenüber, ich hoffe, ihr wisst, welche ich meine. Und dann habe ich da ja schon zwei Krakenschlösser, die ich öffnen kann mit dem Schlüssel. Und das ist cool. Und da wird dann sicherlich irgendwo ein Weg in den ersten Stock sein, beziehungsweise es scheint sogar ein Aufzug da zu sein. Oh, das ist sehr interessant, ja, ich freue mich. Nur der Onkel muss halt weg. Nee, oder? Du kommst jetzt nicht hier hinter. Das ist nicht fair, oder? Ha! Ach. Nee, ich mach die Tür zu. Oh. Ich habe mich selbst. Ich habe mich selbst geopfert.
Okay, die kommen nicht rein. Meine Fresse. Speicherpunkt. Boah. Hier war ich aber schon mal. Meine Fresse. Jetzt könnte ich aber sowas von die Kugel brauchen. Aber ich habe ja... Also Türen öffnen tun die ja nicht, ne? Die kommen ja immer durchs Fenster rein, haben wir festgestellt. Von dem machen wir jetzt mal keine Gedanken. Aber ich muss natürlich hier irgendwann wieder raus. Ich nehme auch gleich mal die zweite Flasche hier. Das war's dann, glaube ich, auch mit Fläschchen, ne? Eine hätte ich noch. Ja. Ich fühle mich jetzt hier allerdings so ein kleines bisschen... Wie soll ich sagen? Überfordert, ne? Ich fühle mich überfordert. Was ist eigentlich mit dem Bild da? Kann ich das angucken? So. Also, meine lieben Freunde. Dann wollen wir jetzt hier tatsächlich mal wieder loslegen. Mit dem Spiel. Nach wie vor flüssige Bildrate. Also ich bin ja perplex, ne? Jemand läuft genau vor der Tür vorbei. Ich muss raus und gleich schräg gegenüber... in die Tür. Ich glaube, aber ich habe die Ende des letzten Streams schon aufgeschlossen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich werde zur Sicherheit gleich nochmal speichern hier, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert ist, ne? Es ist ja gar nicht... Ich habe ja gar nichts gemacht. Nichtsdestotrotz, es kann ja nicht schaden, ne? So. Ja, genau. Der kommt jetzt hoffentlich... Der läuft einfach vorbei, bestimmt. Wenn ich jetzt sterbe, ist auch nicht wild. Ich habe gerade gespeichert. Bisschen nervös bin ich ja schon, ne? Habe ich sie doch noch nicht aufgeschlossen? Okay. Wunderbärchen. Ich bin schon mal ein Stück weiter. Kann ich irgendwo speichern? Das wäre super. Aber können wir natürlich nicht. Ja, da haben wir ein interessantes Gerät. Würde mich nicht wundern, wenn wir das zu irgendeinem Zweck noch hier verwenden können, ne? Wir probieren es einfach mal. Aua. Ah ja, okay. Das zeigt uns wahrscheinlich interessante Plätze auf der Karte. Und die sich jetzt alle merken. Kann ich mir die irgendwie... Okay. Heldgard. Optimale Platzierungsdingensbummens. Optimale Platzierung für Zylinder. Medusa? Ach ja, interessant. Okay, also ich habe bereits den Zylinder Held. Zylinder Held muss. Das ist Sirene. Und der Held muss... Keine Ahnung, welcher Raum das ist. Cerberus, ach du Scheiße. Vielleicht sammle ich die erstmal alle und gucke mir dann nochmal an, wohin die müssen. Kann ich das wieder ausmachen? Oh ne, oder? Das wird ja hoffentlich niemand anlocken hier. Nun, in Ordnung. Machen wir mal weiter. Wir sollen auf jeden Fall mal einen Weg nach oben finden, wie gesagt... Nichtsdestotrotz komme ich nicht umhin, mich hier ein kleines bisschen umzugucken, um zu checken. Wo ich denn bin. Also, ich könnte jetzt wieder da rechts die Tür öffnen. Wird mir aber wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ich probiere es aber trotzdem mal. Also, im jetzigen Moment wird es mir wahrscheinlich eher Ärger verschaffen. Ja, ich gehe mal wieder. Ne? Okay, mein Controller hat ein bisschen vibriert. Hat mich jetzt jemand gesehen? Hat mich jetzt jemand unter die Lupe genommen? Hat mich jemand gespottet? Ich hoffe mal nicht. Ein Zapfhahn. Was machen wir denn mit einem Zapfhahn? Natürlich zapfen. Ich habe noch nie so einen Zapfhahn gesehen.
Sieht aber so aus, als müsste man das Ding irgendwo reinstecken, ne? Was macht man mit dem Zapfhahn? Man zapft. Also, irgendwo wird auf Loschen, Quatsch, auf das Bier stängern, das müssen wir dann anzupfen. Dann heißt es, anzupft ist und fertig. Jetzt haben wir hier ein Dokument. Lesen. 4. Oktober 1897. Ich bin mal gespannt, ob der rechte Stick immer noch so empfindlich ist, dass ich hier teilweise den Text um 70 Zeilen überspringe, während des Versuches, ihn leicht zu bewegen. Wir werden es gleich sehen. Also Isaacs audiovisuelle Notizen. 4. Oktober 1897. Die letzten Tests mit den Zylindern haben bedeutende Fortschritte gezeigt. Testperson 4 zeigt nach wiederholten Sitzungen auf dem Stuhl gesteigerte Beeinflussbarkeit und Willfährigkeit? Ja, das wird schon stimmen. Okay, ich habe den Eindruck, es ist weniger empfindlich jetzt, die Steuerung. Die Kombination aus akustischer Reizung und visuellen Suggestionen ist ein voller Erfolg. Aber wie wollen wir dieses Resultat im großen Rahmen gegenüber dem Massenpublikum... was? Aber wie es... Wie sollen wir dieses Resultat im großen Rahmen gegenüber dem Massenpublikum erreichen, meinen Sie wahrscheinlich? An wem? Dem Personal... Das hat offensichtlich extrem gut funktioniert mit dem Personal, denn das ist ja nun hier drauf und dran, mich abzumurksen. Ne? Hat es auch schon das ein oder andere Mal leider erfolgreich hinbekommen. Oh, ja, sie ist ja einer. Aufzeichnung. Ja. Bin ich gerade ein bisschen perplex, weil der Kollege da rumsteht, ne? Hier ist auch ein Kraken dran. Ich guck mal, ob das... Nee. Falscher Knopf. Das ist eben jene Tür genau, die ich öffnen will. Und dann ist da, glaube ich, links gleich ein Aufzug. Ja. So. Und mit jenem Aufzug können wir uns möglicherweise... Ich habe jetzt nur keine Lust, dass der automatisch zufährt, wenn ich reinsteige. Aber das macht er ja nicht. Wir waren bereits im Keller in dem Spiel und da haben wir auch einen Aufzug gesehen. Ich glaube aber, jener war nicht in der Lage, hoch und runter zu fahren. Mit irgendeinem Aufzug sind wir runtergefahren und dann war da aber, glaube ich, noch einer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hier wurde auf jeden Fall eine Tür platt gemacht. Was vermuten lässt, dass da jemand ein bisschen sauer war. Ich duck mich mal vorsichtshalber. Ah, Moment, hier waren wir doch schon. Es kommt mir auf jeden Fall ein bisschen bekannt vor, ne? Klick in die Karte, wo sind wir? Okidoki. Also wir sollen ja auf jeden Fall in den zweiten Stock, ne? Finde einen Weg in den... Ne, in den ersten Stock. Es könnte jetzt natürlich sein, dass eben jener Aufzug da äußerst hilfreich bei ist. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn wir ganz viel Pech haben, dann sind wir wieder im Keller und dürfen uns nochmal durch alles durchwursteln. Aber ich hoffe, so fies waren die Entwickler hier nicht. Schon fies genug, dass sie die Speicherpunkte so rar gesät haben. Also vergleichsweise rar, sage ich jetzt mal. Und von automatischen Speicherpunkten kann ja in vielen Fällen leider doch nicht die Rede sein. Okay. Wo sind wir? Auf alle Fälle Untergeschoss. Wir sind tatsächlich wieder im Untergeschoss. Wir müssen aber nach oben, meine lieben Freunde. Das heißt, ich fahre wieder hoch. Ja.